klingt jetzt ganz anders. So ein bisschen wie so ein bökendes Tier. Wie so ein Schaf, was am Deich vor sich hin mäht. Das liegt daran, dass die Pfeifen, wenn ich jetzt mal unsere altbekannte Pfeife daneben halte, ganz anders aussieht. Wir haben nämlich auch kein Loch in der Mitte, egal wo man hinguckt. Was gleiches ist, wir haben wieder einen Pfeifenfuß und wieder einen Pfeifenkörper. Der Pfeifenkörper ist allerdings nicht für die Tonhöhe zuständig, sondern nur für den Klang. Und der Pfeifenfuß hat es in sich. Da drin ist nämlich ein kleines Metallblättchen. Das schwingt. Und die Länge dieses Metallblättchens ist für die Tonhöhe zuständig. Das funktioniert wie eine Klarinette. Und um das besser zu sehen, habe ich mal ein Klarinettenmundstück dabei. Das bastel ich jetzt mal auseinander. Da haben wir nämlich das Rohrblatt hier, beziehungsweise bei der Orgel spricht man von Zunge. Deswegen ist das auch eine Zungenpfeife. Und wenn ich jetzt dieses Rohrblatt wegnehme, sieht man hier unten drunter das Loch. Und diese Zunge, beziehungsweise das Blatt, schwingt immer auf dieses Loch drauf und das ergibt den Ton. Und das ist eine ganz schöne Fummelei, das hier wieder drauf zu kriegen.